Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Spellbinders. Ich habe ja euch im letzten Video von Spellbinders gefragt, wie euch das Spiel so gefällt und ob ich mehr Let's Plays machen soll. Und ja, das ist super gut bei euch angekommen. Ich habe dann gesagt, ja, bei 100 Likes mache ich ein neues Let's Play und ihr habt unglaublich 200 Likes dagelassen. Mehr als 200 Likes. Ihr überrascht mich schon wieder aufs Neue, Leute. Und ja, schaffen wir auf dieses Let's Play 300 Daumen nach oben? Würde mich freuen. Aber ja, zuerst starten wir mal hier und dann können wir bald mal die Liga freischalten, damit wir auch online spielen können. Uns fehlen ja nur mehr 2 Siege und dann schaffen wir das auch. Und ja, wir haben einiges an neuen Kreaturen freigespielt. Und mir wurde gesagt, dass das nicht keine Burg ist, sondern der Tempel. So Leute, ich hoffe die Facecam passt an dieser Stelle. Da seht ihr nochmal alles, also ihr habt nichts Wichtiges verpasst. Und ja, da haben wir gleich mal die Legend als erste Karte und das finde ich ziemlich nice. Die hat sogar ein Schild, Leute. Kann hier zum Beispiel nicht vom Bomber zerstört werden. Oh, kann doch vom Bomber zerstört werden. Das war jetzt etwas blöd von mir. So, hier machen wir mal einen Bogenschützen und dann auch hier unten nochmal hier noch live begeben. Und unten machen wir eine kleine Unit. Hier noch den Scout, der ja mega, mega schnell ist, Leute. Da können wir uns das Ganze noch holen. So, wir könnten uns jetzt mal eine Kanone claimen, aber mit dem warten wir noch etwas ab. Leute, so, Minotaurus, wir haben ihn endlich. So, da jetzt mal volle Kraft voraus, Minotaurus, yes. Und da spielt der Gegner den Sandsturm, aber egal, das haben wir schon. So, wir holen uns jetzt die Burg des Gegners und machen jetzt einen Overcharge, damit der Gegner gleich mal 10 Schaden nimmt. So, wo spielen wir als nächstes Mal? So, in der Mitte haben wir jetzt schon einiges gespielt. Wir spielen auch mal den Bogenschützen. So, jetzt Overcharge und Boom. Wir holen uns gleich mal wieder die obere Kanone, denn die mittlere holen wir uns auch gleich. Und die untere sollte jetzt auch uns gehören. Der Gegner hat ja nichts gespielt. Und da ist auch schon dann der, wäre auch dann der nächste Overcharge bereit. Und wir sollten dann auch gleich mal gewonnen haben. So, noch ein Overcharge auf die Burg des Gegners, auf den Tempel des Gegners. Sorry, Leute, wenn ich da mal was Falsches sage. Und ja, jetzt sollten wir eigentlich schon gewonnen haben. Spell Shield. So, hilft uns jetzt momentan nicht viel. So, jetzt haben wir gewonnen. Wir sind an der gegnerischen Burg angekommen mit 2 Einheiten. Und wir haben auch nicht weder den Mana-Zauber noch den anderen Zauber verwendet. Deswegen bekommen wir diese Steine wieder zurück. So, Leute, eines noch und dann schaffen wir es hoffentlich in die Arena, die wir dann freischalten. Wow, wir hatten halt jetzt auch eine super Startern. So, Hex, a powerful curse transforms all enemies units in a lane into vulnerable Beasts. Okay, alles klar, dankeschön für diese Karte und wir starten gleich mal in das nächste Spiel rein. Ich finde das Spiel wirklich, wirklich cool. Dankeschön, dass ihr mir das hier empfohlen habt, Leute. Finde ich mega nice von euch. Vielen, vielen Dank. Wird jetzt auch öfter kommen. Ja, wie gesagt, schaffen wir vielleicht 300 Daumen nach oben. Euch gefällt das Spiel richtig, mir gefällt es auch deswegen. Wieso sollten wir nicht mehr Let's Plays machen? Natürlich werden dann wir auch Castle Crush spielen. Und Leute, ich habe ja heute schon einen Stream gemacht. Weiß nicht, ob ihr den vielleicht gesehen habt. Und da hat es ja sehr, sehr viele Lags gegeben. Schreibt doch mal rein, ob ihr im Stream dabei wart und ob ihr auch einen Lag hattet. Denn es war nicht mein Problem, dass da ein Lag war, Leute. Da hat YouTube irgendetwas falsch gemacht oder hatte YouTube irgendwelche serverseitigen Probleme. Das wäre dann schon sehr, sehr nervig von mir. War dann schon sehr nervig, muss ich sagen. So, wir holen uns hier die unterste Kanone. So, und hier auch den Bowler. Boah, Leute, dieser Gegner heizt uns hier eigentlich sehr, sehr an. Sehr, sehr ein. So, können wir hier das hier verwandeln? Spielen wir mal den Bomber. So, jetzt haben wir eine zweite Kanone. Oh, da ist einfach alles weg dann. Alles klar. Das wusste ich vorher nicht. Na gut, jetzt weiß ich das, was der macht. So, jetzt holen wir uns aber wirklich mal den Extra-Kristall. Sonst wird das Ganze hier nichts. Freeze, komm. Ja, boah, Leute, das war jetzt knapp. Und hier den Sturm auf alles. Boom. Aber hier werden wir leider von der Bomber zerstört werden. Das war doch nicht so gut, wie ich mir das Ganze hier gedacht habe. Ja, nehmen wir mal Schaden. Wow, wow, wow. Ich will hier natürlich nicht verlieren, Leute. Aber mit dem Scout können wir mal hier die Kanone holen. So, hier brauchen wir unten die Large Units, um hier dagegen halten zu können. Und in der Mitte können wir vielleicht uns einen Overcharge holen, was natürlich sehr, sehr nice wäre. So, Sandsturm hier. Oh, da ist sie weg. Da müssen wir gleich noch eine Small Unit spielen. Was, Leute? Wieso haben wir hier unten wieder das verloren? Verdammt! Komm schon, ich brauche jetzt mal... Ah, Leute, ich glaube, das Spiel werden wir verlieren.
Dieses Spiel werden wir verlieren. Oh nein, das wollen wir eigentlich gar nicht. So, jetzt hat der Gegner einen Overcharge und da haben wir verloren. Wir haben wirklich verloren, Leute. Wow, da müssen wir gleich nochmal spielen. Das lassen wir uns natürlich nicht bieten, Leute. Was soll das? Defeat, okay, ja. Gut, los geht's. Aber wir bekommen trotzdem etwas an Gold. Wir brauchen uns aber noch keine Edelsteine kaufen dafür, dass wir wieder die Zauber spielen können. Kommt schon, play. Bin wirklich gespannt, wie das in der Arena dann wird und was man da so für Strategien spielen kann, Leute. Puh, Hex, ja, okay. So, den einen Zauber, den habe ich hier vorher nicht verstanden, ganz wo sich alles aufgelöst hat. So, jetzt hier die letzten Edelsteine brauchen. Schade, dass man diese beiden Sachen nur einmal einsetzen kann. So, Storm Elementar und dann, wo spielen wir den Bogenschützen? Boah, das ist ein Mage, was der Gegner hier hat. Ja, machen wir das hier mal. Und hier einen Scout und einen Freeze auf den Bomber, Leute. Yes, der Sturmelementar hat hier unten auch gleich mal den Bomber zerstört. Da ist ja die Spezialfähigkeit des Bombers ist. Und jetzt spielen wir mal hier. Und dann wäre natürlich der Feuerball sehr, 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 sehr cool. Hier auf die mittlere Lane. Yes, da haben wir einiges an Schaden gemacht. Rage-Zauber, komm. Ja, da haben wir überlebt. Und wir haben jetzt gleich mal den Overcharge, Leute. Dieses Mal läuft es sehr, sehr besser als letztes Mal. Muss ich zugeben. So, Large Unit spielen wir gleich mal hier. Und wir kommen mit allem fast auf die andere Lane und machen noch mehr Schaden. Wuhu, minus 1. Das geht doch. Hier werden wir das gleich mal... Ah, jetzt weiß ich, was dieser Zauber macht. Er setzt einfach auf eine andere Lane. Alles klar. Noch eine Medium Unit. So, Leute, jetzt höre ich mich an wie ein Roboter. Jetzt geht's wieder. Los geht's. Oh, wow, wow, jetzt setzt der Gegner mich mal hier ordentlich unter Druck. Aber wir können hier trotzdem mal uns alles hier holen. Ich hätte gerne einen Zauber, wo ich auch was bekomme. Also wo ich mir auch eine greifen kann vom Gegner. Also ihr wisst schon, was ich meine. So, das mal rauf. Puh. Wieso holt sich der... Ah, da holt er sich die Bombe, das einfach nicht. So, jetzt können wir uns eine claimen, aber wir haben jetzt den Overcharge, Leute. Wir haben den Overcharge, wenn wir hier die Oberste nicht verlieren, aber es sollte sich vorher ausgehen. Und wir haben gewonnen. Easy, easy, Leute, da haben wir gewonnen. Da haben wir den Rough Storm gar nicht gebraucht. Victory, Coins Earned, haben wir 46, yes, und da gewinnen wir. Gegen den Paladin, da ist er weg, juhu. Und jetzt haben wir nochmal die Arena freigeschaltet, Leute. Bin schon richtig gespannt. So, und da ist sie frei. Leech of Titans. Now unlocked. Wow, und jetzt sehen wir hier ein episches Intro für die Leech of Titans. Bin mal gespannt, was mich da so erwartet. So, sorry. Leute, meine Stimme. Jetzt bekommt ihr eine Roboterstimme zu hören. So, jetzt geht's wieder. Leech of Titans has begun. Yes, win battles. Earn trophies. And Unlock Titans, da bin ich mal richtig gespannt, was die verschiedenen Titans so auf sich so haben, so können. Ihr wisst schon, was ich meine. So, Notifications, can Spellfinder notify you about important event? Sure. So, Player Name, ja, erlauben wir auch. Und wir heißen natürlich, Leute, Danny Online, wie auch sonst. Ich hoffe, der ist noch nicht vergeben, dieser Name. Yes, the Legends has begun, the Leech has begun. Awesome. Awesome. Und wir bekommen hier mal alles. Wir klicken hier gleich mal drauf. Was gibt es hier? Upgrade. Upgrades and you. You can get upgrades that makes you stronger. Try upgrading your health. Okay, Leute. Das hört sich richtig, richtig spannend an. So, wir werden jetzt unsere maximale Health auf 55 upgraden. Kostet ja nichts. Kostet ja nichts. So, Max Mana Power Charge. Increase the number of Power Charge in each battle. Okay, das ist jetzt sehr interessant, was man da machen kann. Und können wir da jetzt gleich mehr mal kaufen von den ganzen Dingen? Nö, das ist mir zu teuer. So, jetzt kaufen wir hier mal ein paar. Was können wir hier kaufen? Gold Chest contains Epic Loot. Ich finde es cool, dass man hier alles mit diesem Gold kaufen kann und nicht hier mit dem anderen Zeug, was man vielleicht noch kaufen kann. So, Danny Online. Ich bin Platz 14. Da gibt es sehr, sehr viele Arenen. Da haben wir noch einiges vor, bis wir da ganz oben sind in der obersten Arena. Ja, ich würde sagen, deswegen. Was Titans haben wir hier auch nur zur Auswahl. Den haben wir selected. Oh, der kostet zum Beispiel was. Ah, da können wir jetzt unser echtes Geld wahrscheinlich ausgeben. Leute, sorry. So, in Gold sieht er natürlich besser aus. Deswegen spielen wir das Ganze in Gold. Chests. Chests are full of tokens, gold, charges and other goodies. Try a golden chest for free. Okay, thanks. Dann öffnen wir auch unsere erste Kiste mal. Gold Chest.
Wow, was haben wir hier bekommen? Eine neue Einheit. You have received one Arangent Token. Used to unlock and upgrade your Arangent Ascent Unit. Okay. Wo kann ich das machen? Hier. Show me. Unlock. Okay, dann haben wir jetzt eine neue Unit. Finde ich cool. So, das sind unsere Units. Das sind unsere Spells. Und das sind die Spezialdinger. Hydra sieht spannend aus. Sehr, sehr spannend. Wow, Leute, da gibt es einiges, wo wir uns noch einlesen müssen in das Spiel. Ich bin richtig gehypt, wie das Spiel so wird. Ja, Leute, wir haben es jetzt mal in die Arena geschafft. Können wir da einen Match wenigstens spielen? Ich glaube schon. Und da haben wir noch was. Haben wir hier die Hydra. Oh, der Skorpion sieht mal epic aus. Aber ich spiele jetzt lieber mit der Legend. Okay, dann müssen wir mal den Mana String hier mal wählen fürs erste Mal. Mana String, der Primordial Battle. Oh, verdammt, jetzt war ich zu langsam. So, wir spielen gegen den Lauritz hier. Der hat 1499. Und hier stört meine Facecam jetzt, Leute. Aber ich zeige es euch hier kurz. Der Lauritz mit 1499 Punkten. So, hier werden wir mal eine Large Unit spielen. Da kann man auch... Ah, da oben kann man chatten. Alles nur auf Englisch, sorry. So, dann Mana String können wir auch spielen. Dann spielen wir das Ding mal. Und wir claimen uns hier mal eine Kanone, um mal Schaden zu machen. Eieiei. Dieses blöde Mana-Element da. Oder wie das genau heißt. Keinen Plan. Boah, der Gegner setzt hier mal alles ein. Gegner hat jetzt schon mehr als ich an. So, den spielen wir auch hier. Und dann claimen wir uns gleich mal wieder die mittlere. Hier oben verteilen wir noch live. Boah, ja, das ist gut ausgegangen. Einen Rough Storm lasten wir jetzt mal. So, der Gegner hat es jetzt fast geschafft, an meine Burg zu kommen. So, wir spielen hier auch mal eine Large Unit. So, Leute, schafft mir den Overcharge. Jetzt sollten wir den Overcharge schaffen. Und hier auch mal, komm. Ah, das geht sich nicht aus. Schade. Kein Overcharge für mich. Schade, schade, schade. Aber wenigstens haben wir einen Archer, der hier alles zerstört. So, der Lauritz ist wohl etwas stärker. Spielt das Spiel schon, kennt sich wahrscheinlich schon aus. So, wir haben hier mal den Rage-Zauber. Gegner schafft gleich einen Overcharge, wenn es so weitergeht. Das will ich gar nicht. Komm, Medium Unit. Komm, nein, Overcharge, oi, das freut den Gegner natürlich. Schade, dass ich keinen Bowler hier ziehen kann. Ein Bowler wäre jetzt natürlich cool, dann könnte ich hier einmal alles rausschmeißen. So, wir haben auch den Wizard mal, jetzt haben wir den Overcharge am Start und boom. Oi, da kommt der Gegner hier angekommen mit einem Bomber. Der Bomber ist wenigstens weg und jetzt können wir die starke Einheit spielen. Und wir schaffen es wieder, eines zurückzuholen. Jetzt hat der Gegner weniger. So, hier haben wir den richtig gesetzt. Auf das untere. Und jetzt werden wir auch gleich mal freezen hier. Yes, Sturmelementar. Setzen wir gleich mal oben. Oh, jetzt hat der Gegner wieder. Nein, freeze, come on. Ja, der Gegner ist mir unterlegen momentan. Sieht sehr gut aus für mich also. So, small unit. Come on, ein bisschen brauchst. Ein Schuss, zwei Schüsse noch. So, jetzt haben wir die obere Kanone und das sieht gut für uns aus, obwohl es am Anfang sehr, sehr schlecht für uns ausgesehen, Leute. Wir haben das erste Spiel hier gewonnen. Victory Rating steigt um 5. Coins earned auch einiges. Sehr, sehr cool. Und auch ein Rune. Sehr, sehr cool. Wir steigen hier in der Rangliste etwas auf. Mega. Nein. Claim. Wir wollen einfach die eine Rune haben, Leute. Das mit der Facebook mache ich dann mal, wenn ich off-Stream, off-Video hier spiele. Wie auch immer das ich euch sagen soll. Ja, Leute, erster Kampf in der Arena und wir haben gewonnen. So kann es weitergehen. Ich hoffe, es geht so weiter. Dankeschön, dass du wieder zugesehen hast. Gib mir einen Daumen hoch, wenn das Video gefallen hat. Und falls du neu bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Dankeschön. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, Leute.